Die Tourismusbranche vermarktet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit der Thüringer Städtekette, die in Eisenach beginnt und bis Gera reicht. Dabei durchquert man den Saale-Holzland-Kreis mit dem Auto über das Hermsdorfer Kreuz und mit der Bahn durch das Erlbachtal und den Zeitzgrund. Herrn Jäger als Urholzländer haben wir gefragt, welche Orte zum richtigen Holzland zu Es ist die zählen Stadt sind. Hermsdorf, der Ort Bad Klosterlausens, Weißenborn, Dautenhain, Schleifreisen, Oberndorf, St. Gangloff und Reichenbach. Die beiden größten Orte des Holzlandes sind Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz. Das Hermsdorfer Rathaus wurde am 1. Oktober 1897 eingeweiht. Stadtrecht erhielt Hermsdorf aber erst 1969. Viel hat sich in den vergangenen 26 Jahren getan. Alte Bausubstanz wurde saniert oder abgerissen, Neues entstand, die Stadt verändert sich ständig. Hermsdorf ist die Stadt des technischen Porzellans. Wir haben Herrn Bock von der Firma Holzland Floristik bei der Arbeit mit in Hermsdorf getroffen und gefragt, welches Projekt gerade realisiert wird. Hier hat ein Italiener wieder neu aufgemacht, der hat das übernommen, hat drinnen alles saniert und wir machen jetzt hier den Garten neu. Der stand ja relativ lange leer, jahrelang und jetzt sanieren wir das wieder. Wir haben jetzt den Teich saniert, eine Brücke gebaut. Hier wird dann noch gepflanzt und alles. Und dann kommt hier noch Rasen hin. Frau Bock betreibt das Blumengeschäft. Seit 2002. Ich bin gelernte Floristin und wir haben viele Stammkunden. Darüber freue ich mich auch sehr. Aber unser Blumenladen ist auch rückläufig, dadurch, dass überall Blumen angeboten werden von diesen Discountern. Dabei sind Frau Bocks Blumen doch viel schöner. Verlässt man zu Fuß Hermsdorf in Richtung Süden, ist man nach circa einer halben Stunde im Erlbachtal mit den Orten Oberndorf, Kraftsdorf, Habersdorf und Niederndorf. Die Fachwerkhäuser des Holzlandes sind eine Augenweide. Bad Klosterlausnitz, die Perle des Thüringer Holzlandes, ist eine erste Adresse für Erholung, Entspannung und Wohlbefinden in Deutschland.
Die Kirche gehört zu einem ehemaligen Augustinerkloster, das im 12. Jahrhundert gegründet wurde. Die Geschichte als Kloster endete mit dem Tod der letzten beiden Nonnen 1546. Die Moritzklinik Bad Klosterlausnitz ist eine von vier Kliniken der Unternehmensgruppe Graf von Euenhausen, Siersdorf, Bad Triburg. Der einheimische Gastwirt Hermann Sachse erkannte die heilende Wirkung des Moores zuerst. Er nutzte es für die erfolgreiche Behandlung seines Knies. Nach dessen Genesung errichtete er 1929 das erste Moorbad in Klosterlausnitz. 1931 übernahm die Gemeinde den Betrieb. Die Moritzklinik ist eine Erfolgsgeschichte für Bad Klosterlausnitz, was auch an den laufenden Baumaßnahmen zu Ausbau und Verschönerung erkennbar ist. Nur eine halbe Autostunde von Bad Klosterlausnitz entfernt befindet sich der Zeitzgrund. Der Zeitzgrund ist ein reizvolles Landschaftsschutzgebiet zwischen Hermsdorf und Stadtroda gelegen. Der Name des auch historisch interessanten Landschaftsschutzgebietes steht nicht im Zusammenhang mit der gleichnamigen Stadt Zeitz, sondern wird von Zeidelweide, Bienenzucht, abgeleitet. Der Pechofen ist eine Sehenswürdigkeit im Zeitzgrund. Mit ihm wurde Teer und Pech gewonnen. Die Endprodukte waren Destillationsprodukte wie leichte und schwere Peche, Kienöl, Holzteer und Holzessig und am Ende noch Holzkohle. Eine der Mühlen im Zeitzgrund ist die Janismühle. Sie wurde bereits 1494 erwähnt. Heute ist sie Gasthaus, Pension und Reiterhof. Das Mühltal beginnt, wenn man aus Bad Klosterlausnitz kommt, in Weißenborn, der Leiter- und Rechenmachergemeinde. Das Eisenberger Mühltal lädt zum Wandern und Radfahren ein. Wir nehmen diesmal das Fahrrad. Nach Weißenborn kehren wir später zurück. Die Haflinger gehören zum Gestüt der Meuschkenmühle. Diese Mühle ist die erste im Mühltal aus Richtung Weißenborn. Sie gehörte Milo Barus, dem stärksten Mann der Welt. Mit dem Milo Barus Cup hat ein Eisenberger Sportverein ihm ein Denkmal gesetzt. Der Chronist Back schrieb im Jahre 1843 über das waldreiche Mühltal. Der Rautenbach durchfließt von Westen nach Osten das schöne, romantische Mühltal, welches wegen seiner mannigfachen Abwechslung und oft überraschender Schönheiten mit vielen hochgepriesenen Tälern wetteifern dürfte und deshalb oft von den einheimischen und fremden Naturfreunden besucht wird. Der Rautenbach trieb 11, man spricht auch von 16 Mühlen an. Das Tal ist für den Kraftwagenverkehr gesperrt. 1953 wurde es unter Landschaftsschutz gestellt.
Der einstige Mahl- und Sägemühlenbetrieb ist wegen Unwirtschaftlichkeit und der abseitigen Lage von den modernen Verkehrsverbindungen langsam eingegangen. Wir sind zurück in der Leidermachergemeinde Weißenborn und hier haben wir uns mit der Familie Jäger verabredet. Hier wurden diese holzarttypischen Geräte hergestellt, wie Leitern, Rechen, Mulden, Handwaren früher und solche Sachen wurden in diesen Orten hergestellt und dadurch nannte sich das Holzland. Frau Jäger gibt uns einen kleinen Einblick in die Leiterfertigung und die Vielfalt des Leitersortiments. Die Leitern werden ja so drüber gemacht. Die ist runter und dann sieht man die ja so. Ja, das ist jetzt nicht. Der Stemmer, da läuft der Leiterbaum durch und da werden die Löcher reingestemmt in den Holm. Auf dieser Maschine werden die Leiterhäume durchgeschoben und die Enden abgesägt. Die Stöpsel abgesägt und und die Leiterhäume gleichzeitig dann geschliffen. Ganz sprossen. Also das wie sind so keine Bauleiter. Das sind Bauleiter und keine Gerüstleitern. Also zum Aufstieg von der Bauleiter aufs Gerüst. Ja, so ungefähr. Hier wird jetzt eine Bockleiter aufgestellt. Die wird für die Obsternte noch benutzt. Wir fahren zurück nach Hermsdorf und schlendern durch den Industriepark. Holz und Keramik sind die Materialien, die Hermsdorf zum Industrie- und Technologiestandort maßgeblich geprägt haben. Das Thüringer Holzland hat eine einmalige Dichte solcher Betriebe. Chemieporzellan und Erzeugnisse aus keramikverwandten Materialien wie Ferrite, Pulver- und schmelzmetallische Teile und elektronische Baugruppen werden in Hermsdorf gefertigt. Am Fraunhofer Institut für keramische Technologien wird unter anderem an einem keramischen Hochleistungsfilter geforscht, mit dem reiner Sauerstoff aus der Umgebungsluft gefiltert werden kann. Das ist ein Projekt mit weltwirtschaftlicher Bedeutung. Wir verabschieden uns aus dem Thüringer Holzland und sind der Meinung, geh mal hin und erlebe. Es gibt viel zu entdecken.